In diesem Video erkläre ich dir, wie der Frank-Herz-Versuch aufgebaut ist, was mit diesem Versuch nachgewiesen werden soll. Danach erkläre ich dir, was während des Experiments überhaupt passiert, und anschließend werte ich das Ergebnis aus. Nun, für diesen Versuch brauchen wir eine Glühkathode, mit der wir später eine Elektronenwolke erzeugen. Außerdem brauchen wir eine Auffanganode, auf die dann später die energiereichen Elektronen auftreffen werden. Zwischen der Glühkathode und der Auffanganode platzieren wir ein Gitter. Wir brauchen insgesamt drei elektrische Spannungen in unserem Experiment. Einmal die Heizspannung zur Erzeugung der Elektronen, eine Beschleunigungsspannung zwischen dem Gitter und der Glühkathode, um die erzeugten Elektronen in Richtung des Gitters zu beschleunigen. Das Gitter ist also positiv geladen und zieht alle freigesetzten Elektronen an. Die letzte Spannung befindet sich zwischen der negativ geladenen Auffanganode und dem positiven Gitter. Wie viele Elektronen pro Zeiteinheit an der Auffanganode ankommen, ermitteln wir mit einem Amperemeter, welches uns die Höhe des elektrischen Stroms anzeigen wird. Den ganzen Aufbau packen wir in einen Glaskolben, der anschließend, zum Beispiel mit Quecksilberdampf, gefüllt wird. Dies ist ganz entscheidend, denn wir wollen mit dem Frank-Herz-Versuch nachweisen, dass die im Glaskolben enthaltenen Quecksilberatome nur mit diskreten und nicht mit beliebigen Energien angeregt werden können. Und das ist die Antwort auf die nächste Frage, nämlich, was wollen wir mit diesem Versuch überhaupt erreichen? Wir wollen also damit nachweisen, dass der Energieaustausch auf atomarer Ebene gequantelt verläuft. Also nochmal, ein Atom, in unserem Fall ein Quecksilberatom, kann nicht eine beliebige Energie aufnehmen, sondern es nimmt bestimmte Energieportionen auf und gibt auch bestimmte Energieportionen ab. Was passiert denn genau bei diesem Experiment? Nun, wie gesagt, zuerst werden mit der Heizspannung Elektronen erzeugt. Diese werden von der Beschleunigungsspannung zum positiven Gitter beschleunigt. Da es durchlässig ist, können Elektronen durch dieses Gitter zur Auffanganode gelangen. Bevor sie aber bis zur Auffanganode schaffen, müssen sie zuerst eine Gegenspannung überwinden, die den Elektronen entgegenwirkt. Alle Elektronen, die es geschafft haben, landen an der negativ geladenen Auffanganode. Der elektrische Auffängerstrom wird anschließend mit einem Amperemeter gemessen. Da der Zwischenraum im Glaskolben nicht leer ist, sondern mit Quecksilberatomen gefüllt ist, können die Elektronen mit ihnen zusammenstoßen. In der Physik unterscheidet man zwischen einem elastischen und einem inelastischen Stoß. Bei einem elastischen Stoß prallt das Elektron am Quecksilberatom ab und verliert dabei praktisch keine Energie. Es würde also nach dem Zusammenstoß immer noch genug Energie besitzen, um die Gegenspannung zu überwinden. Bei einem inelastischen Stoß dagegen hat ein Elektron genügend Energie, um ein Quecksilberatom anzuregen. Es wird also ein Teil der Energie abgegeben. Und da das Elektron seinen Teil der Energie verloren hat, wird es dadurch langsamer und kann höchstwahrscheinlich die Gegenspannung nicht mehr überwinden. Kommen wir mal zurück zur Anregung. Wo im Glaskolben werden die Atome überhaupt angeregt? Nun, wir wissen ja, die Elektronen werden von der Beschleunigungsspannung beschleunigt. Eine Beschleunigung heißt Geschwindigkeitszunahme pro Zeiteinheit. Die Elektronen haben also nach einem Zeitintervall eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht. Und diese Geschwindigkeit kombiniert mit der Ruhmasse des Elektrons und einem Faktor von 1/2 ergibt seine Energie, seine kinetische Energie. Diese hängt von der Beschleunigungsspannung ab. Das heißt, je höher sie ist, desto größer ist auch die kinetische Energie der Elektronen. Bei einer 5-Volt-Spannung zum Beispiel geben die Elektronen ihre Energie kurz vor dem Gitter ab. Diese Stelle nennt man Anregungszone. Was passiert denn, wenn wir die Beschleunigungsspannung weiter erhöhen? Dann haben die Elektronen eine noch größere Beschleunigung und dadurch erreichen sie auch schneller die nötige Anregungsenergie. Das heißt, die Anregungszone verschiebt sich nach links. Bei weiterer Erhöhung verschiebt sie sich noch weiter nach links. Es entstehen mehrere Anregungszonen. Anders gesagt, das Elektron hat so viel kinetische Energie, dass es in der Lage ist, in diesem Fall dreimal hintereinander seine Energie abzugeben.
Übrigens, da sich das angeregte Quecksilberatom in einem nicht stabilen Zustand befindet, gibt es die absorbierte Energie wieder ab, und zwar in Form von elektromagnetischer Strahlung. Hätten wir ultraviolett empfindliche Augen, so könnten wir die Anregungszonen des Quecksilbers beobachten. Kommen wir nun zur Auswertung des Versuchs. Überträgt man die Beschleunigungsspannung und den Auffängerstrom in ein Diagramm, dann kommt Folgendes dabei raus. Erhöht man die Spannung, dann steigt auch der Strom. Und er steigt so lange an, bis zu einem Punkt, wo die Elektronen genügend Energie haben, um Quecksilberatome anzuregen. Da sie die Energie durch inelastische Stöße abgeben, haben sie infolgedessen nicht ausreichend Energie, um die Anode zu erreichen. Deshalb fällt der Strom wieder ab. Erhöhen wir weiter die Beschleunigungsspannung, so haben Elektronen genügend Energie, um die Atome anzuregen und dieses Mal die Gegenspannung zu durchlaufen, aber noch nicht genug Energie, um eine zweite Anregung durchzuführen. Der zweite Abfall des Auffängerstroms tritt ein, wenn die inelastischen Stöße etwa in der Mitte zwischen Kathode und Gitter erfolgen und die Elektronen unmittelbar vor dem Gitter immer noch genügend Energie besitzen, um eine zweite Anregung durchzuführen. Und das geht so weiter.